Da hat es mir am Rednerpult im Bundestag kurz mal die Sprache verschlagen. Die Überschrift zu diesem Kapitel: Mehr Wettbewerb. In der Debatte zur Landwirtschaft hatte ich die AfD mit dem eigenen Programm konfrontiert. Ich habe mir mal das gesamte Kapitel Landwirtschaft in Ihrem Grundsatzprogramm hier mal ausgedruckt. Und dieses Kapitel steht zufällig auf Seite 88 des besagten Grundsatzprogramms. Die Reaktion der Abgeordneten auf diese Zahl hat sehr tief blicken lassen, wie die AfD-Bundestagsabgeordneten so ticken. Und da steht dann drin, Seite 88, die Überschrift zu diesem Kapitel: Mehr Das wird bestimmt im Protokoll drinstehen, wie die Kolleginnen und Kollegen auf die Zahl 88 reagiert haben. Da bin ich mal sehr gespannt, und es sagt ehrlich gesagt auch sehr viel über Sie aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Für die, die das nicht wissen, die Zahl 88 ist ein bekannter Code von Rechtsextremen. Dabei steht die Zahl für den achten Buchstaben des Alphabets, also das H. 88 steht dann für HH, was eine gängige Abkürzung für ist. Vorne am Rednerpult hatte ich natürlich gehört, dass die AfD-Politiker bei der Nennung dieser Zahl reingerufen und hämisch gelacht haben. Im Fernsehen hört man das leider nicht. Aber gut, dass wir Stenografen im Bundestag haben, die auch Zwischenrufe und Lachen mitprotokollieren. Und im Protokoll war das dann auch vermerkt. Der AfD-Abgeordnete König ruft: einfach nur noch lustig. Das Protokoll schreibt: es herrscht Heiterkeit bei der AfD. Heiterkeit wird immer dann geschrieben, wenn gelacht wird. Den Nazi-Code 88 fanden die Kollegen also besonders witzig. Der Abgeordnete Keuter hat reingerufen: so viel zur einen Themenpartei. Keuter ist übrigens bekannt dafür, dass er gerne Hitlerbilder und Hakenkreuzfotos per WhatsApp verschickt. Diese zufällige Begebenheit während meiner Rede zeigt, dass rechtsextremes Gedankengut tief verwurzelt ist in den Köpfen vieler AfD-Politiker. Denn ein so spontanes Lachen kann eben nicht einfach mal unterdrückt werden und zeigt das wahre Gesicht. Das hat mich ziemlich erschreckt.